Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Donnerstag, den 2. Dezember. Bald ist Weihnachten. Und dafür hört man oder schaut man sich einen solchen Podcast an, damit man das erfährt. Und jetzt gibt es eine weitere Erfahrung. Das Licht kommt von vorne. Die Augen sind etwa auf Kamerahöhe. Ich hoffe, Martin, du bist zufrieden mit mir. Ja, was gibt's heute alles? Eine Menge eigentlich. Trotzdem will ich es nicht so lang auswälzen. Demut, so schreibt Elf Freunde. Im Frühjahr 2020 war das bei den Bundesliga-Vereinen ein beliebtes Wort und auch bei dem einen oder anderen Profi. War das alles Lüge? Fragt Elf Freunde. Ich kann es nicht beurteilen, ob das alles Lüge war, aber demütig zu sein auf eine lange, lange Zeit und wahrhaftig und ehrlich, das ist schon schwierig. Ja, liebe Freunde von Elf Freunde, das habt ihr ganz gut erkannt. Auf der anderen Seite, ihr verdient ja euer Geld damit, dass ihr Fußball kulturell so ein bisschen, na, ich will nicht sagen von gestern seid, aber doch ein bisschen old-fashioned. Und auch Elf Freunde muss Geld verdienen und verdient Geld genau damit, dass man den Fußball gelegentlich kritisiert. Aber wenn der Fußball nicht so kommerziell geworden wäre, hätte es für euch die Nische nicht gegeben. Ja, das sind komische und merkwürdige Rückschlüsse, aber manchmal denke ich über sowas nach. Lukas Höhler, heute Aktionstag gegen Hass-Postings. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, habe das gerade gelesen. Und Lukas Höhler, der Spieler von Freiburg, sagt, was ich da manchmal privat bekomme, man glaubt es nicht. Gerade bei Lukas kann ich mir das nicht vorstellen. Guter Spieler, guter Typ. Ich durfte einige Male mit ihm sprechen. Da gibt es eigentlich für mich keinen Ansatz für Hass. Und trotzdem hat auch er Hass-Postings bekommen. Ja, ich bekomme auch ab und zu welche. Es ist auch nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Aber wisst ihr was? Das sage ich jetzt auch hier zum wiederholten Male. Ich bin ich. Und wenn ihr mich nicht sehen wollt oder hören wollt, keiner zwingt euch hier diesen Podcast zu sehen oder zu hören. Bei Sky ist das was anderes. Das verstehe ich ja manchmal, dass ich sozusagen zwangsweise auf dem Fernseher erscheine und manch einer denkt, oh, warum ist denn diese hübsche, junge, blonde Frau heute nicht da, sondern dieser etwas ältere, übergewichtige Herr. Gott sei Dank gibt es dann auch immer ein paar Leute, das erstaunt mich allerdings auch, die mich dann mögen und mir sehr liebenswerte Mails schicken. Ich trenne das alles. Aber ich bin sicher, dass so ein Aktionstag gegen Hasspostings nicht viel bringt. Aber dass wir mal ab und zu drüber reden und auch hier drüber nachdenken, das finde ich wieder ganz gut. Und das war ein echt schöner Abend. Kommst du noch auf einen Kaffee mit drauf? Nö. Den hole ich mir lieber bei Aral. Nicht nur als Ausrede heiß geliebt. Die Kaffeespezialitäten im Rewe to go bei Aral. Genießen Sie jetzt unseren winterlichen Creamy Karamell-Latte oder den Creamy Hot Choc. Aral. Alles super. Der BVB hat heute erklärt, die Tickets für das Spitzenspiel am Samstag sind nicht gültig. Ja, das lässt darauf schließen, dass entweder nur wenige Zuschauer zugelassen sind beim Spiel gegen den FC Bayern München oder dass es sogar ein komplettes Geisterspiel gibt. Schade, traurig, aber wie fing das Ganze hier heute an? Mit einigen Worten über Demut. Denen fehlt das Geld, den Dortmundern. Die Tickets. Das, was da verkauft wird an Bier und Würstchen. Ich verstehe das. Andere Menschen, denen fehlt noch viel mehr. Die sind hart am Existenzminimum angekommen. Ich hoffe, dass die Borussen mit ihren Spielern reden können und dass man vielleicht nicht 350.000 Euro pro Woche bezahlen muss. Ach nee, das ist ja nicht Dortmund, das ist ja Bayern München. Und Norbert Dickel, der hat heute ein bisschen Öl ins Feuer gegossen im Vorfeld auf dieses Superspiel am Samstag. Bei Sprenger spricht, so heißt
der Podcast von meinem liebenswerten Kollegen Christian Sprenger, sagt er, die müssen ja mal gut aufpassen, die Bayern. Wir werden die stark unter Druck setzen. Bei uns gibt es 2G, bei Bayern gibt es 2K. Er meint Kimmich und Katar. Katar kann man auch mal mit K schreiben. Ja. Andere schreiben es mit Q, aber andere dann wieder mit K. Ja, so ist das. Fußball und Sprüche, das hat schon immer zusammengehört. Ich kenne Norbert Dickel wirklich gut. Feiner Mensch. Und manchmal meint man natürlich mit 60 Jahren besonders laut sein zu müssen. Gut, dass ich keine 60 mehr bin. In diesem Sinne, liebe Freunde, das war Herz, Seele, Ball. Und ich habe das Gefühl, seit einer Woche trinke ich keine Limonaden mehr. Ich trinke sonst wirklich jeden Tag einen Liter, dass mir das ganz gut tut. Ich glaube, 500 Gramm sind schon runter. Sollte das jemand bemerken, wäre das schön, aber auch nicht wichtig. Demut war das Wort des Tages. Euch allen einen schönen Donnerstag. Und erstaunlicherweise sehen wir uns wieder. Ich denke, ich hoffe, ich bin mir relativ sicher. Oh. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. So, liebe Herz, Seele, Ball-Freunde, am Ende noch ein kleiner Tipp. Manchmal chattet man ja Dinge, die unter uns bleiben sollten, also quasi zwischen dir und mir. Und da bin ich natürlich froh, dass es den Messenger von WhatsApp gibt. Durch die End-zu-End-Verschlüsselung bleibt Privates wirklich privat und berufliches natürlich auch. Fazit, der WhatsApp-Messenger ist für mich ein absolutes Muss. Eigentlich können Sie jetzt ab.